Meine Vision für die künftige Universität ist die Vision von motivierten Studenten, die ein fachlich fundiertes Wissen erwerben und das auch in der Praxis anwenden können. Der Standortwettbewerb zwischen den Hochschulen wird immer stärker. Das müssen wir bei der Weiterentwicklung der Hochschulen bedenken. Und das erfordert natürlich auch eine solide Finanzierung. Das gilt auch für das Land Sachsen-Anhalt. Ja, zunächst einmal stabile Rahmenbedingungen schaffen, finanzieller Art, rechtlicher Art, aber ich denke auch in Form von Ermutigung, diesen Weg zu gehen, weil eine Hochschule ganz viele Funktionen hat. Auf der einen Seite Lehrer zu machen, gute Lehrer, gute Ausbildung zu machen, Forschung zu machen. Und die dritte Mission, in die Region reinzuwirken, das bedarf, glaube ich, auch eines gewissen Umdenkungsprozesses, auch an den Hochschulen, weil man ja international aufgestellt ist. Und damit können wir als Politik, wie gesagt, Rahmenbedingungen schaffen, indem wir eine Orientierung geben, sich stärker auch diesem Thema zu widmen. Und das sollte Politik tun. Es würden mir sofort drei Dinge einfallen, wie man das Leben der Hochschulen wesentlich erleichtern könnte. Erstens, indem man die frei werdenden BAföG-Mittel zu einem großen Teil zur Grundfinanzierung der Hochschule einsetzt. Zweitens, indem man den Hochschulen mehr Flexibilität durch Bürokratieabbau gibt, beispielsweise durch eine flexible Handhabung des Stellenplanes. Und dass man uns ebenfalls in Fragen Weiterbildung und Drittmittelforschung mehr Flexibilität und Eigenständigkeit lässt.